1829 hatten zwei Freunde, einer war Student in Oxford, der andere in Cambridge, die Idee zu einem sportlichen Ruderwettstreit auf der Themse. 186 Jahre danach ist daraus längst eines der legendärsten Sportduelle der Geschichte geworden und Oxford und Cambridge ein Synonym für Rivalität. Morgen findet die 161. Auflage des Klassikers statt und zum ersten Mal in der Geschichte nimmt ein Österreicher daran teil. Der 25-jährige Linzer Alexander Leichter sitzt als Kapitän im Boot von Cambridge. Matthias Heiden über die Premiere auf der Themse. Let's stand to the finish. Das Training auf der Themse gehört zum Alltag der Studenten in Cambridge. Alexander Leichter ist einer von ihnen. Er hat sich seinen Platz im Boot hart erarbeitet. Der Hype um das Rennen ist riesengroß. Tausende Fans am Ufer der Themse und Millionen vor den Fernsehgeräten lassen sich morgen das Duell der beiden Achterruderboote über 6,8 Kilometer nicht entgehen. Teil dieses Spektakels zu sein, ist für jeden etwas ganz Spezielles. Es ist wirklich fast unbegreiflich oder schwer in Worte zu fassen, weil man irgendwo sich Teil eines größeren Filters. Alexander Leichter studiert im dritten Jahr Land Economy. Der Tagesablauf an der Lithe-Universität ist von 5.30 Uhr morgens bis spätabends durchgeplant. Um es ins Boot zu schaffen, brauchen die Studenten Talent, Motivation und viel Ehrgeiz. Sonderbehandlungen oder gar Sportstipendien gibt es nicht. Es soll bleiben, was es ist. Ein Amateurrennen. Wir sehen uns als sogenannte Scholar Athletes, was bedeutet, was eben genau diese Dualität, also Rudern und akademische Leistung vereint. Und ich glaube, das macht dieses ganze Oxford-Cambridge-Event so interessant. Oxford gegen Cambridge, das ewige Duell zweier Elite-Unis. Die Geschichte des Boat Race ist eine mit vielen Triumphen und Tragödien. Water pouring over, so they've gone into the dolphin effect and Cambridge are sinking. Cambridge are going down. Von sinkenden Booten bis hin zu Protestschwimmern. In 186 Jahren gibt es viel zu erzählen. Am Ende gibt es immer nur einen Gewinner und einen Verlierer. Die Rivalität ist groß. Das ganze Land, Großbritannien, ist irgendwo geteilt. Oxford oder Cambridge, jeder hat irgendeinen Bezug zu einem von den Unis. Und die Rivalität ist auch im Akademischen sehr, sehr groß. Also es gibt immer irgendwo Uni-Rankings etc. Morgen geht es für die Studenten wieder um Ehre und Prestige. Noch führt Cambridge mit 81 zu 78. Doch Titelverteidiger Oxford ist auch heuer der große Favorit. Auch wenn es nicht für den Sieg reichen sollte, Alexander Leichter hat seinen Platz in der Geschichte der berühmtesten Ruderregatta bereits sicher.